und herzlich willkommen zurück zu einem Haul, ein Haul, ein Real-Haul gibt es diesmal bei uns. Bernd hat heute Großeinkauf gemacht, wir haben ungefähr 100 Euro bezahlt. Es ist für die ganze Woche für drei Personen, also Bernd, ich oder Bernd, Calvino, der ist 10 Jahre und für mich und für Smurfy. Smurfy hat auch was bekommen. Dann fangen wir an. Leckerchen. Die mag Smurfy sehr gerne und das Gute ist, sie sind ohne Getreide. Mini-Knochen. Und immer wenn wir im Real sind, nehmen wir davon welche mit. Und heute gab es drei Stück. Wir haben aber auch noch sehr viele auf Vorrat. Zweimal Porree. Ich möchte diese Woche eine Linsensuppe machen. Sellerie auch für die Linsensuppe. 5 Birnen. Die essen wir alle gerne. Sogar der Smurfy mag sehr gerne Birnen. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Bananenstauden. Die benutzen wir hauptsächlich für unseren Smoothie, den wir fast jeden Morgen machen. Das seht ihr auch oft in den Vlogs, die ich euch zeige, dass wir jeden Morgen 2 Liter Smoothie hier verdrücken. Ach, das war noch gar nicht alles mit den Mini-Knochen. Hier noch eine Tüte Mini-Knochen, also 4 Stück insgesamt. Einmal Radieschen, die knabbern wir beim Abendessen. Also wir haben uns ja angewöhnt, jetzt Mittag zu essen in der Mittagspause. Und abends essen wir Abendbrot, ganz ja klassisch wie früher. Und dann schnibbel ich uns immer Gemüse dabei oder Bernd, je nachdem, wer gerade Abendbrot macht. Und dafür halt die Radieschen. Einmal Kaki, zweimal Kaki. Ja, wir essen sehr viel Obst auch zwischendurch. Also es ist oft so, Smurfy hat sein Quietschetier, also sorry fürs Quietschen im Hintergrund. Es ist oft so, dass ich uns zwischendurch Obst auf einen Teller packe, also sag ich mal 2 Birnen, 2 Äpfel, 2 Kakis, 2 Kiwis oder so und dann schnibbel ich das für alle und jeder kriegt ein Stück. Und dadurch ist unser Obstkonsum ganz stark gestiegen. Also das empfehle ich euch auch Kinder, wenn das Obst so und Gemüse schön geschnitten ist und auf dem Teller liegt, dann greift da jeder zu, weil das alleine schon so schön farbenfroh ist, ne? Wir haben hier die orangenen Kaki und jetzt die grünen Kiwi dazu oder Orangen sind ja jetzt zurzeit auch sehr, also ist jetzt Winterzeit und ja, das sieht einfach toll aus. Das essen die alle gerne, selbst wenn wir Kinder zu Besuch haben, die greifen zu. Wenn ich Möhrchen schön in Streifen schneide dazu und so, da greift jeder zu. Also ich empfehle euch, Obst und Gemüse schnibbeln und einfach auf den Tisch stellen, da greift jeder zu. Weiter geht's. Bernd hatte mir schon den Einkauf da so hingestellt für meinen ganzen Haul, sagt er, extra stehen gelassen. Da ist jetzt aber die Sonne, die seht ihr da am Rand, die scheint so stark. Da kann man mich filmen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Man kann nicht gut filmen, wenn die Sonne einem so mitten ins Gesicht scheint. Deswegen habe ich jetzt hier auf dem Esstisch angefangen mit dem, nicht Food, Food Hall? Ja, Food Hall. Verbimmelt. Wir haben einmal Remoulade und einmal Mayonnaise. Die waren diese Woche im Angebot bei Real. Einmal ein Bund Möhren mit Grün. Wir nehmen immer die mit Grün. Die schmecken uns wesentlich besser. Und zweimal Margarine, die jetzt total siffig ist von den Möhren mit Grün. Die muss ich gleich mal sauber machen. Zweimal Pflanzencreme zum Anbraten. Eine Kohlrabi. Zweimal Paprika, also 6 Stück insgesamt. So, jetzt kommt unsere Wurst. Dadurch, dass wir jetzt halt morgens und abends Brotzeit machen, brauchen wir einiges an Aufschnitt. Und wir haben 2, 4, 6 Mal die Mühlensalami. Klassisch. Ist alles klassisch. Die gibt es auch mit Pfeffer. Und das ist jetzt klassisch. Wir mögen beide sehr gerne. 7-mal Gouda gerieben. Warum auch immer 7-mal. Einmal Tomatenketchup. So, und jetzt nehme ich die Kamera mit und zeige euch, was wir noch haben. Das steht nämlich hier, dann brauche ich das nicht nochmal tragen. Eine ganze Lage Sauce Hollandaise. Dann hat der Bernd noch, das ist jetzt allerdings aus dem Thomas Philips, 2 Lagen Durstlöscher geholt. Verschiedene Sorten. Waldmeister, Cola, Eistee Pfirsichgeschmack und was ist hier noch für eine Sorte?
Banane Sauerkirsche. Das ist eigentlich für die Tage gedacht, wo Calvino lange Schule hat. Also vielleicht einmal die Woche gibt es so ein Ding. Also das sind jetzt echt viele. Ich weiß nicht, warum er so viele mitgebracht hat. Und eine Lage Orangensaft. Wir nehmen immer diesen Direktsaft. Der hat jetzt 100% Fruchtgehalt und wir trinken entweder den oder Ananassaft immer ja sonntags zum Frühstück und holen dann immer eine ganze Lage und stellen uns die halt ins Vorratsregal. Und das war's auch schon. Tiefkühlbrokkoli haben wir vergessen. Der wäre jetzt eigentlich auch noch dabei, den müssen wir heute Abend nochmal eben holen. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!